Die WHO, the World Human Organization, hat vor etwa einem Dreivierteljahr einen Image-Clip in die Welt hinausgesandt, wo es um die Früherziehung sexueller Unterrichte ging. Die EU hat mittlerweile dieses Papier in die Gänge gebracht, dass in Kindergärten wie auch in den Grundschulen Sexualkundeunterricht vorgeführt werden soll, nämlich mit Pornografie. Sie sollen auch miteinander praktizieren, ausprobieren, auch unter Gleichgeschlechtlichen. Die Eltern werden dazu verpflichtet, mit ihren Kindern zu Hause auch dies weiter fortzuführen, praktisch. Wenn die Eltern ihre Kinder nicht erlauben sollten, in diesen Unterricht zuzulassen, droht ihnen Gefängnisstrafe. In Norddeutschland ist es schon im Laufen. Der Süden steht bereit. Und das werden wir vielleicht sogar schon dieses Jahr erleben. Dass die Agenda, die damit verfolgt wird, schon seit Jahren geplant ist, dass die Kinder eigentlich nur noch aus ihren Emotionen heraus diesen Schritt gehen werden, von alleine, ist schon mal ganz klar. Denn was sehen sie denn? Genau das. Es ist ja normal. Denn wenn ein Kind kann ja mit sexuellen Dingen erstmal überhaupt nichts anfangen, oder? Hat jemand von Ihnen schon mal den Film Fight Club gesehen? Einer, zwei, drei, vier, fünf. Oh, jetzt gehen die Hände aber hoch. Es gibt eine Szene, wo sie im Kino sitzen und sie, also der eine Schauspieler, dann vor so einem Filmschneidepodest steht oder sitzt. Und eine Szene, das, was wir gerade gesehen haben, subliminal, eine Szene aus einem Kinderfilm herausnimmt und ein Bild von einem Pornofilm einsetzt. Und das Resultat, was man in diesem Film gesehen hat, ist genau das, wie wir in unseren Generationen Dinge wahrnehmen. Als dieser Film dann gezeigt wurde, dieser Kinderfilm, saßen Kleinkinder, Teenager, Jugendliche und Erwachsene. Und sie lassen sich von diesem Film berieseln. Und auf einmal sieht man nur ein Bild aus dieser Szene, die reingeschnitten wurde. Und dann sieht man die Reaktion. Die Kleinkinder fingen an zu weinen, weil sie nicht verstanden haben, was das jetzt plötzlich war. Und das hat sie total verstört. Die jugendlichen Teenager, die haben was gemerkt und haben sich dann angeguckt und haben gedacht, was war das gerade eben? Die Erwachsenen, die da drin saßen, genauso ist das Denkverhalten in unserer Generation. Jetzt, wenn Kinder ständig mit sexuellen Reizen konfrontiert werden, sie unbewusst abspeichern und damit emotional in Verbindung setzen, sie werden jetzt älter und kommen tatsächlich einmal in die Berührung mit Sexualität. Frage: Welche Informationen rufen Kinder ab? Emotional gesteuerte Entscheidungen, die sie treffen mit ihrer sexuellen Handlung. Sprich, was sie aus den ganzen Disney-Filmen zum Beispiel sehen. Sie denken nicht logisch über Sexualität nach. Sie denken nicht über ihre eigenen Werte nach. Nein, sie handeln aus dem Bauch. Interessant ist, seitdem Walt Disney damit angefangen hatte, mit diesen sexuellen subliminalen Botschaften, konnte man sehen, wie in der Gesellschaft plötzlich Kinder anfingen, selber Kinder zu kriegen. Und es immer mehr. Das ist kein Zufall. Das ist bewusste Manipulation. Es ist nicht anders auch so in der Musikindustrie. Walt Disney gibt sich hier keine Blöße, die ganzen Stars unter sich zu haben. Die ganzen Stars, die ihr hier seht, stehen alle unter Vertrag mit Walt Disney. Ich selber war lange Zeit DJ und habe selbst erkennen dürfen, was es bedeutet, wenn jemand, der oben steht und mit Musik handelt und mit Musik arbeitet, was es bedeutet,
Menschen durch Musik zu manipulieren. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ich einen Anruf bekam zur DJ-Kanzel und der Nachtkoordinator rief mich an und sagte, Thomas, an den Bars geht überhaupt nichts. Ich wusste sofort, welche Musik ich aufzulegen habe, damit die Leute von der Tanzfläche runtergehen, an die Bars gehen und trinken. Wenn ich wollte, dass die Frauen sich lasziv verhalten, wusste ich, welche Musik, welche Rhythmen, welche Melodien ich nehme, in Kombination, damit auch genau das geschieht. Wenn ich wollte, dass die Jungs sich verprügelten, wusste ich, welche Musik ich aufzulegen habe. Ich hatte davon noch überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade erzähle. Das war aber für mich erstmal ein kleiner Lichtblick zu sehen, was überhaupt mit Musik möglich ist. In manipulativer Art und Weise. Wenn wir uns mal Musik rein technisch anschauen, woraus Musik besteht, sehen wir, dass Musik aus drei Komponenten besteht. Rhythmus, Melodie, Harmonie. Und diese drei Eigenschaften findet man hauptsächlich wirklich in der einzelnen eigenen technischen Form in klassischen Liedern, Chorliedern, volkstümlichen Liedern. Ich meine jetzt nicht Musikantenstall oder so, sondern traditionell volkstümliche Lieder. Lobpreis und Balladen. Jetzt nehme ich mal einen dieser drei technischen Akzente von Musik heraus, nämlich die Harmonie, was im Prinzip nichts anderes ist als die Akkorde, die gespielt werden. Ich nehme den mal raus und merke, dass Rhythmus und Melodie hauptsächlich in Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, Techno etc. etc. vorkommen. Warum habe ich die Harmonie herausgenommen? Weil wenn wir heute das Radio einschalten und genau hinhören, merken wir, dass die Harmonie, also sprich die Akkorde, die gespielt werden, vermischt werden mit dem Rhythmus des Basslaufs zum Beispiel. Es wird untergeschoben. Es hat keinen eigenen Stellenwert mehr in dieser säkularen Musik. Denn wenn sie wirklich als einzelne technische Funktion laufen, hörbar sein soll, dann muss ich wirklich klassische Musik hören, dann höre ich sie zum Beispiel. In dieser ganzen Pop-, Rock-, Funk-, Soul-Kultur höre ich sie nicht mehr, weil sie eingebettet wird in den Rhythmus. Und ich höre sie nicht mehr. Das Interessante dabei ist, dass dadurch auch Alpha-Frequenzen entstehen. Wer fährt von Ihnen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Okay, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Bus oder im S-Bahn oder in der U-Bahn sitzen, haben Sie mal Menschen beobachtet, die diese Ohrstöpsel im Ohr drin haben, wie die da sitzen? Die sind mit ihren Gedanken irgendwo unterwegs. Emotional. Frage, was passiert, wenn wir Musik hören? Werden wir logisch geführt, analytisch geführt oder emotional? Emotional. Jetzt benutzt man ja auch sehr oft Musik, um sich zu motivieren, zum Beispiel, wenn man zum Krafttraining geht. Oder wenn man ein bisschen aggressiver werden will. Das heißt, die Musik unterstützt unsere emotionale Basis, auf der ich mich stützen kann. Und verstärke das Ganze nur noch. Das Schlimme dabei ist, dass die Funktion des Gehirns Alpha-Frequenzen aufwirft. Hauptsächlich unter dieser Musik. Wenn wir mal im Ursprung schauen, woher diese Musik kommt, Funk, Soul, Jazz, Pop, das, was wir heute schon alles hören und so modern klingt, hat alles einen Ursprung. Nämlich aus Amerika, New Orleans. Und diese Stadt war ein Auffangbecken von Menschen, die aus Haiti kamen. Und die ganzen Gründer von dieser Musik kamen aus Haiti. Jetzt frage, Haiti, welche Religion herrscht dort? Voodoo. Haben Sie mal ein Voodoo-Ritual gesehen? So mal auf YouTube oder so. Machen Sie das mal. Hören Sie sich mal die Musik an. Hören Sie sich mal die Rhythmen an. Die Erfinder von Funk und Jazz und Soul
waren Personen aus Haiti mit okkultem Hintergrund, die aus ihrer Religion heraus diese Rhythmen und dieses ganze Gepoltere mitgenommen haben und haben einfließen lassen in die neue Musikkultur des New Age. In der heutigen Zeit werden vor unseren Augen okkulte Rituale durchgeführt. Und das Credo lautet, wie im Himmel, so auf Erden. Was will ich damit sagen? Ich zitiere kurz eine Person, E.A. White, in dem Buch Hermeneutic Order of the Golden Dawn. Bitte Golden Dawn merken. Er schreibt: Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderung bestimmen, die dann an der Oberfläche sichtbar werden. Ich versuche es mal runterzubrechen. Geheimgesellschaften versuchen, die Strömung menschlicher Geschichte zu unterwandern, zu beeinflussen, indem sie Samen säen unter der Erde. Kontrollieren es, dass da ja nichts passiert, dass es ungehindert wachsen kann, bis es dann an der Oberfläche sichtbar wird. Das ist das Buch aus New Encyclopedia of Freemasonry, da ist auch dieses Zitat mit drin, ranghoher Freimaurer. Und das ist so ein bisschen die Organisation, die in dieser Freimaurerei aufgebaut wird. Wenn Sie wirklich was mal über Freimaurerei wissen wollen, schauen Sie sich die Vorträge von Professor Veit an. Kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt nur ein kurzer Abriss. Wir sehen hier, wie diese Pyramide, die man so oft hört und sieht, jetzt mal so ein bisschen aufgeteilt ist, wie sie funktioniert. Die einzelnen Funktionen, wie wir sie haben in Bankwesen, Geschäftswesen, Militär, Politik, Bildung, Medien, Religion, Polizei, Gesundheitswesen, organisiertes Verbrechen, das ist die Gesellschaftsstruktur, die an jeder Stelle platziert wird. Jetzt in den nächsten Stufen, umso höher man kommt, desto eingeweihter, desto geheimer ist die Sache. Der Abstand zwischen den Geheimgesellschaften, was man hier in Blau sieht, bis nach unten zu der Basis, also bei uns Goyim, also selbst da werden wir als Vieh genannt, ist die Wissensmenge, die, Achtung, nach oben steigt. Das heißt, diese Menschen, die in diesen Logen sind, müssen mehr wissen, als wir, die hier unten sind. Und oben ist eine sogenannte unbekannte Führung. Gut, mittlerweile wissen wir, wer diese unbekannte Führung ist, aber darum geht es jetzt nicht. Und da gibt es hier unter den Geheimgesellschaften ein Heer von Handlangern. Das heißt, das ist die exekutive Abteilung, die ausführende Gewalt. Wer die sind, schauen wir uns jetzt gleich an. Das Ganze basiert auf ein Denken von Aleister Crowley. Schon mal gehört diesen Namen Aleister Crowley? Aleister Crowley kommt eigentlich aus einer christlichen Familie und hat sich dann nach und nach mit dem Okkultismus beschäftigt. Dieser Mann hat Seancen mit Geistern, Dämonen. Er selber hat in dieser Loge, in dieser ganz speziellen Musikindustrie-Loge, The Golden Dawn gegründet, wo sich die gesamte Musikindustrie hier drin einlagert, eingebettet hat, in dieser Pyramide. Ja, hier sieht man ja auch wunderbares Logo, man sieht hier das Androgene, männlich-weiblich, also aus dem Okkulten, auch hier wiederum. Wunderbare okkulte Symbole übrigens auch. Also offensichtlich geht es da nicht mehr. So sieht man ihn in seiner Freimaurerkluft, Aleister Crowley. 33 Grad Freimaurer, ein Schreiner, einer der höchsten, die es gibt. Und er hat für diese Musikindustrie-Loge ein Buch verfasst, worauf die ganze Philosophie der Musikindustrie gebaut ist. The Book of the Law, das Buch des Gesetzes. Der Unterschied ist nur, es gibt nur ein einziges Gesetz da drin. Dieses Gesetz heißt, tu
was du willst. Das soll dein einzigstes Gesetz sein. Die Grundlehre, die er darauf aufgebaut hat, ist im Kabbalismus zu finden. Und er hat sehr oft und sehr viel über den Kabbalismus gesprochen. Er hat sogar immer empfohlen, damals schon, den ganzen Künstlern und Stars, dass sie all ihre Texte ausrichten sollen für die Gesellschaft auf der Basis von Kabbala. Jetzt lassen wir doch mal jemanden sprechen. Ein Video. Dr. Lightman. Er ist eigentlich die Koryphäe, wenn es um Kabbalismus geht. Und jetzt lesen wir mal, was er dazu sagt. Oder hören. Mit Ausnahme der Kabbala sind alle Systeme darauf ausgerichtet, uns zu unterdrücken. Dann kommt die andere Person, die dann sagt, das stimmt nicht, ich war ein Jahr lang eine buddhistische Nonne in Tibet. Dann sagt Lightman, ja, dann haben Sie einen geschlossenen Raum gesehen, in einem geschlossenen Raum gesessen, haben Sie etwas mit Ihrem Körper gemacht? Die Antwort war, sofern es kommt, nein, ich habe meditiert, das macht man in der Kabbala auch. Er sagt, das stimmt nicht. Jetzt gucke ich mal, ob ich, nein, Ton müsste eigentlich an sein. Er sagt, das stimmt nicht. Es gibt keine Meditation in der Kabbala, fragt sie. Er sagt, nein, es ist ein absolut gegensätzliches System. Egal wie man es auch ausdrückt, aber alle Systeme und die des Ostens ganz besonders basieren darauf, den Wunsch zu bekommen, zu zerstören. Okay, jetzt ist die Frage, was soll zerstört werden? Das Ego soll zerstört werden. Ja, das Ego, die Kabbala lehrt, dass man das Ego steigern soll. Sicher, das Ego vergrößern. Kabbala ist das Wissen darum, wie man bekommt, wie man erfüllt wird, wie man die Realität begreift. Wie gesagt, das ist nicht irgendjemand, der da spricht. Dieser Mann ist die Koryphäe schlechthin. Man muss, Achtung, man muss grausam sein und mit eiserner Faust agieren und zügellos und lustvoll leben. Das ist die Philosophie dahinter. Und man muss damit weiterleben und darf nichts unterdrücken. Im Gegenteil, man muss es sogar noch entwickeln. Heißt, dass dieses Thelma bedeutet Wille, Willenskraft. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust agieren und zügellos und lustvoll leben. Tu, was du willst, soll dein einziges Gesetz sein. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Das ist das ganze Gesetz. Nun, kennen Sie diesen Mann, JC? Do what thou wilt. Er hat sogar eine eigene Modelabel rausgebracht, wo auf allen T-Shirts, also auf allen Sweatshirts genau dieser Spruch zu lesen war. Interessant ist, dass diese Ideologie in der Musikszene exakt begann mit der Flower Power Bewegung. War das nicht genau diese Ideologie, die dort ausgelebt werden sollte? Plötzlich fing die Musik an, sich komplett zu ändern. Der Lebensstil der Menschen wurde komplett auf den Kopf gestellt. Die Texte dieser ganzen Stars, die bei diesen großen Veranstaltungen dabei waren, sprachen nur im eigentlichen Sinne über Kabbalismus. Über nichts anderes. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, tu, was du willst. Freizügigkeit. Das ist David Bowie, kennt man sicherlich, der eine oder andere. Er war ja eigentlich mit einer der führendsten, der lichterndsten Erscheinungen in der Musikindustrie in den 70er Jahren. Er singt hier Station to Station von 1976. Und was er hier singt, ist den Kabbalismus von Station zu Station. One Magical from Keter to Malkut. Und während er das gesungen hat in diesem Clip, jetzt achten Sie mal bitte auf die Hand. Während er das singt, Achtung,
von Keter. Und jetzt Achtung, die Hand. Gesehen? Während er das singt, geht seine Hand hoch, die erste Station, und während er nach unten geht, zeigt er dieses Symbol mit der Hand. Kommt es von ungefähr? Er selbst beschreibt über Crowley, über Aleister Crowley selbst, I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. Ich bin näher an der Golden Dawn, an dieser Freimaurerloge in dieser Musikindustrie, eingetaucht in Crowleys Uniform der Symbolik. Was meint er damit? Hier sehen wir ihn nochmal. Rechts Aleister Crowley, links David Bowie. Er war für ihn ein Idealbild, Aleister Crowley. Für David Bowie war das der Mann schlechthin. Das ist der Anführer des New Age, für das neue Zeitalter. Aufgebaut auf dieser Philosophie, auf dieser Religion schon fast. Und heute wissen wir, wie viele Anhänger es in dieser Musikszene gibt, von den ganzen Stars. Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, die ganze Bandbreite. Und egal in welcher Musikstilrichtung, Heavy Metal, Death Metal, Punk, Funk, Soul, Rap, egal wo. Das sind alles Kabbalisten, weil sie nämlich alle selber in dieser Loge drinstecken. Wir werden noch sehen, wie es kommt. Hier zum Beispiel, den kennt man auch oder auch nicht. Ja? Michael Jackson, hier haben wir auf seinem Cover Aleister Crowley, hier unten. Interessant fand ich dieses Bild, Blood on the Dance Floor, herausgebracht 1997. Und wenn man sich jetzt das Cover genau anschaut, er steht hier auf einem schwarz-weißen Fußboden. Schwarz-weiß, Symbol der Freimaurer, die laufen alle auf schwarz-weißen Böden herum. Jetzt sieht man plötzlich hier links Gebäude, die exakt dem Nachbild sind vom World Trade Center. Komische ist nur, man sieht nur den einen Turm, der anderen sieht man nicht, weil hier sieht man eine riesen Staubwolke. Sieht man die im Hintergrund? Und schauen Sie mal die Haltung von seinen Händen. 9 und 11. Und er hat sogar noch eine schwarze Trauerbinde an. Ist das Zufall? Hier, es sind dieselben architektonischen Gebäude. Der eine Turm fehlt, weil der schon im Staub verschwunden ist. Beatles. Können Sie ihn sehen? Aleister Crowley. Da ist er. Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, hat ihm sogar ein Lied gewidmet. Hannah Montana, Crowley Meadow Mall. The Doors auf der Rückseite vom Album. Eine Büste von Crowley, wo sie sich herum versammeln. Das ist das Haus, in dem Crowley gewohnt hat. Boleskine House. Und Led Zeppelin hat ein Lied komponiert darüber. The May Queen. Crowley hat das Lied selber, das Haus so benannt. Das ist eine May Queen gewesen. Und wenn man Led Zeppelin kennt und man kennt das Lied Stairway to Heaven, kennen die einen oder anderen schon diese Raffinesse auf diesem Lied, wenn man es vor allem auf einer Schallplatte hört. Das hier ist der Text von Stairway to Heaven, ein Ausschnitt. Ich sage schon mal in Deutsch, falls es raschelt in deiner Hecke, mach dir keine Sorgen, es ist nur ein Frühjahrsputz für die Maikönigin. Stopp. Jetzt habe ich meinen Finger auf der Schallplatte und habe angehalten. Jetzt nehme ich die Schallplatte und lasse sie jetzt rückwärts laufen. Was man dann hört, ist das hier. Oh, there's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan, he'll give those with him 666. Dies ist für meinen süßen Satan, derjenige, dessen kleiner Pfad mich traurig macht, dessen Macht Satan ist, er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Und wenn wir durch all diese Stars hindurchgehen, in all ihre Symbolsprachen, die sie in ihren Videoclips zeigen, in ihrer Presse zeigen, es sind immer ein und dieselben Handlungen.
das sind keine Mauerblümchen mehr. All diese Symboliken, die man hier sieht, kommen und stammen aus dieser Ideologie heraus, aus dem Okkulten. Ja, schauen wir uns doch mal kurz Aguileras Werdegang an. Was hier, muss ich kurz anhalten, was hier übrigens geschieht, Christina Aguilera war ja in dem Disney Club für Kinder, Moderatorin. Ja? Und man hat sie auch entdeckt, weil sie ja nicht nur gut schauspielern kann, sondern weil sie auch gut singen kann. Also hat man sie gepusht. Jetzt kennt man sicherlich aus dem Bekanntenkreis einige Teenager, die gern Christina Aguilera gehört haben, wo sie noch gerade am Anfang, wo sie bekannt wurde, mit Genie in a Bottle und was es alles gab. Jetzt sah sie natürlich aus wie so ein kleines Mauerblümchen. Kein Westerlein konnte sie trüben. Das ist sie als Moderatorin von Walt Disney. Hier sieht man übrigens noch Justin Timberlake und Britney Spears. Alle aus Walt Disney gezüchtet. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Man züchtet diese Generation. Nun hat man diese Personen genommen, um ein Monarchprogramm durchzuführen. Sagt das vielleicht jemandem was? Monarchprogramm? So sah sie aus, als Mauerblümchen, als sie in der Musikszene bekannt wurde. Das ist jetzt ein so ein Videoclip. Hören wir doch mal kurz rein. Also es hört sich alles noch sehr human an und selbst wenn sie auf der Bühne stand, jede Choreografie, jede Handbewegung hat eine bestimmte Bedeutung. Und ganz besonders immer gewisse Handzeichen. Und das ist die Generation, die man züchtet. Kommt jetzt ein bisschen Fremdschämen auf. Okay? Also, Teenager, Kinder nehmen sich ihre Vorbilder, wollen so sein wie sie, sie wollen so singen wie sie, sie wollen so angezogen sein wie sie, sie wollen sein wie Christina Aguilera. Ein Hype entsteht. Sei es bei Britney Spears, bei Justin, egal wo. Das ist durch die Bank weg immer das Gleiche. Aber das Monarchenprogramm hat ein Ziel. Man schafft sich eine Horde von Menschen an, die einem hinterherrennen, wegen der Musik, wegen der ganzen Aufmachung, wegen den ganzen Klamotten, und führt sie dann nach und nach durch die ganzen Musikeindrücke hindurch. Ja? Höhen wie Tiefen, schöne Erlebnisse, schlechte Erlebnisse, alles erlebt man in der Musik mit ihnen durch. Dann beginnt das Monarchprogramm. In dem Fall die letzte Single-Auskopplung der, ich sage jetzt mal noch, der humanen Art, sieht man schon im Hintergrund bei dem letzten Videoclip, bevor das Monarchprogramm aktiviert wird, hinten den Baphomet-Kopf und Schmetterlingsflügel. Und genau ab dieser Zeit, vorher war sie ein Mauerblümchen, ein braves Mädchen, aber ab dieser Zeit machte sie in all den Zeitungen und Nachrichten Schlagzeilen über Drogenparty, dort irgendwelche Exzesse und dort was mit einer Frau gehabt, dort was mit einem Mann gehabt, ständiger Wechsel mit, naja, just ab diesem Zeitpunkt. Dann kam die neue Albumauskopplung. Jetzt sieht man plötzlich, wie sie dasteht. Kaum was an, neue Frisur, am ganzen Körper wurde rumgeschnippelt. Und die ganzen Teenies, die man vorher sah, wie sie ihr nachgeeifert haben, ja, was machen die wohl? Werden die jetzt sagen, oh, die gefällt mir nicht mehr? Die gehen automatisch mit. Ist ja klar. Also möchte man auch so sein wie sie. Das war die erste Auskopplung, Single-Auskopplung nach diesem neuen Album, nach diesem Monarchprogramm. Tja, ist doch ein Riesenunterschied von vorher, oder? Ein enormer Unterschied.
Und wenn wir jetzt all diese kleinen Jugendlichen, Teenager haben, die ihr nacheifern, ja, was werden die dann wohl auch tun? Wie wollen die denn angezogen sein? Wie wollen die denn rumlaufen? Auch die ganzen Videoclips werden viel perverser, freizügiger. Das ist ein Bild, wo sie sich repräsentiert hatte nach diesem Monarchenprogramm. Und bitte jetzt genau hinschauen. Auf dem Boden sieht man einen Hexenkreis mit schwarzen Kerzen, einen enthäuteten Ziegenbockkopf. Hier hat sie eine Puppe, wo sie mit dem Fuß draufsteht, unterdrückt Kabbalismus. Und hier ein Buch mit einem Messer. Jetzt, was glauben Sie, was das für ein Buch ist? Was würden Sie schätzen? Es ist die Bibel. Und hier links sieht man ein Kind, das misshandelt wurde. So sieht das Gesamtbild aus. Just nach dem Monarchprogramm. Wenn Sie glauben, dass das nur bei Christina Aguilera der Fall ist, leider nein. So sahen sie vorhin aus, das wurde aus ihnen. Und die ganzen Teenager rennen ihnen hinterher. Als ob sie nicht mehr klar nachdenken könnten, wem sie da überhaupt hinterherrennen. Mode. Alexander McQueen ist eigentlich die Mode-Ikone, die die ganzen Superstars bekleidet. Aber auch er musste, um in dieser Loge mitarbeiten zu dürfen, jetzt nicht in der Musikloge, aber in dieser verknüpften Loge mit Mode und Musikindustrie, musste auch er ein Monarchprogramm durchgehen. Auch die Bilder, die schon deutlich zeigen, in welche Richtung er wanderte, sieht man auch hier zum Beispiel einen Hexenzyklus in einer Pyramide, einen Hexenkreis. Schwarz-Weiß bei seiner Catwalk-Show. Hier Baphomet als Vorzeigeobjekt seiner Mode. Er hat sogar eine Modeschau speziell Helena Petrovna Blavatsky gestiftet. Jetzt, wer kennt Helena Petrovna Blavatsky? Oh, gut. Sie gehört zu den einen der okkultesten Frauen in der Zeit, wo sie gelebt hat. Sie war eigentlich mit unter anderem eine Anführerin einer ganz großen okkulten Szene, Satanisten. Schwerwiegende Satanisten, nicht irgendwelche. Sie hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und sie hat ganz besonders immer über ihre Seancen berichtet, wie sie praktisch mit Maitreya in Verbindung steht, der kommende New Age Christus, der alle Menschen vorbereiten wird auf verschiedenen Bereichen der Emotionen, der Gefühle. Und er stiftete ihr ganz besonders mal ein komplettes Modelabel unter dem Begriff Entschleiert. Hier sieht man auch wieder die Schmetterlinge, typisch für das Monarchprogramm. Und danach ging es dann los. Pyramide mit dem Auge. Oder hier zum Beispiel. Das sind ja mal Schuhe, oder? Ah, damit fällt man auf. Oder? Kennt man die Person? Lady Gaga. Schauen Sie mal, welche Schuhe sie anhat. Alexander McQueen hat sämtliche Stars mit Klamotten eingehüllt. Das Krasse an der Sache ist, die ganzen Stars sind verpflichtet und sie müssen einzig und allein diese Mode tragen, die man ihnen vorlegt. Wenn sie mal von Paparazzis mal wirklich privat fotografiert werden, sieht man sie meistens alle entweder in Schlabberhosen, in Jogginghosen und T-Shirts und einer Kapuze. Sobald man sie aber wirklich offiziell sieht, haben sie immer gewisse Klamotten an, vor allem T-Shirts, die immer welche Botschaften drauf haben. Ganz besonders entweder Aleister Crowley drauf oder irgendwelche okkulte Dinge oder eben, wir werden es nachher noch sehen. Über Lady Gaga könnte ich jetzt wirklich den ganzen Abend noch filmen. Also wie sie mit okkulten Symbolen auf der Bühne handelt, in den Videos handelt, das ist beispiellos. Ja? Hier zum Beispiel MTV Music Awards. Das war das Krasseste, was ich überhaupt gesehen habe, dass die Menschen nicht darauf gekommen sind und sich haben trotzdem das Ganze noch bejubelt. Da habe ich gemerkt, dass die Menschen aufgehört haben zu denken.
Auf dieser Bühne bei den MTV Music Awards tanzen 6 Tänzer. Sie kommen plötzlich und übrigens, im Hintergrund sieht man einen Tempel eines Freimaurers, also eine Architektur eines Freimaurertempels. Was man jetzt leider nicht sieht, ist, dass hier oben ein riesengroßer Ziegenbockkopf zu sehen war, Baphomet. Jetzt Achtung. Sie tanzte so herum und opferte sich. Dann kam so Schauspielblut mit ins Spiel und dann kamen diese 6 Tänzer, hoben sie auf und hebten sie hoch Richtung diesen Ziegenbockkopf. Dann kam dieses Seil herunter, sie hat sich daran festgehalten und sie wurde praktisch diesem Baphomet entgegengeopfert. Einem satanischen Ritual, MTV live auf der Bühne. Und die Menschen haben gejubelt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber das ist nicht nur eins, kommt noch ein anderes. Hier zum Beispiel repräsentiert sie sich sogar in der Form von Baphomet, von Satan selbst. 666, hier in dem Videoclip, das sieht man jetzt kaum, schwarz-weiße Tapeten, hier sieht man den Ziegenbockkopf. Und das ist der Regisseur, das ist ihr persönlicher Regisseur. Und schauen Sie mal das T-Shirt an, was er trägt. Okkultes, satanisches Symbol. So sah sie vorhin aus. Das ist Lady Gaga, bevor der ganze Schwall überhaupt losging. Bis dann das Monarch-Programm bei ihr begann und dann es auch mit ihr anfing, diese ganze Show, die sie macht, dieses ganze Extreme, das sie vorführt, zu beginnen. Britney Spears, oh Mädels, entschuldigt, aber auch leider er. Madonna, die sich sogar selbst noch auf den Thron hinsetzt als Baphomet. Ja, und somit haben wir in dieser okkulten Musikszene eine Basis, die Menschenmassen beeinflussen soll. Und jetzt frage ich Sie, wenn man weiß, zu wem diese ganzen Künstler und Stars angehören, welche Philosophie sie überhaupt vertreten, und wir hören diese Musik, Frage, ist das dann wirklich noch gut für die Gesellschaft? Jetzt mal rein nüchtern gesprochen, kann das ein gesunder Einfluss in der Gesellschaft sein? Das ist eine ehrliche Frage. Pink auf der Bühne, ein Freimaurerritual. MTV Music Awards, hat keinen interessiert. Hier, so sieht man tatsächlich aus, wenn man einer Freimaurerloge eintritt. So sieht man wirklich aus. Anhand eines Geschehens bei der Gründung der Freimaurer, so sah nämlich auch der allererste aus, der sich vorgestellt hatte. Und was macht sie auf der Bühne? Sie zieht sich genauso an. Vor den Augen der Menschen werden okkulte Rituale durchgeführt und die Menschenmassen lieben es noch, obwohl sie keine Ahnung haben, was hier geschieht. Im Hintergrund aber die Musikindustrie in ihrer okkulten Denkweise, in ihrer okkulten Ausführung die Menschenmassen steuern kann. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, warum MTV im selben Gebäude ist wie einer der ranghöchsten Freimaurertempel, die es in London gibt. Im selben Gebäude. Ist das Zufall? Key West, genauso. Ein schlimmeres, okkulteres Bild in der ritualen Form habe ich bisher so noch nie gesehen. Er selbst, schauen Sie mal, kann man es lesen? Jesus lässt sich selbst kreuzigen. Auf der Bühne trifft er einen Messias. Er selbst gibt sich als den Messias aus. Und das hier ist alles auf seinen Covern zu sehen. Er selbst ist in seiner Musikloge der Messias. Denn dafür ist er hingestellt worden, für die Menschenmassen. Wenn man auf YouTube zum Beispiel schaut, MTV Music Awards, sieht man zum Beispiel, ich glaube, das war vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren,
wie der Moderator auf die Bühne kommt und in die Menge schreibt, wollt ihr mit mir Satan anbeten? Und die ganzen Stars sind aufgestanden und haben diesen hier gemacht, von vorne bis hinten. Wenn sie denken, dass es Show ist, ja sicher. Für die Menschen, die da drin sind und die es nicht blicken, definitiv. Aber was da wirklich dahinter steckt, ihr Lieben, ist mehr als man glaubt. Deswegen haben ja die ganzen Rapper seitdem her immer dieses Symbol seit neuestem. Nicht mehr dieses East Coast und West Coast, was auch immer, wie es aussehen mag. Nein, stattdessen macht man jetzt diesen hier. Und das noch vermehrt. Nelly Furtado. Ach, ich könnte jetzt hier den ganzen Abend filmen. Rihanna. Dieses Bild hat man nur ein einziges Mal in dem Videoclip gesehen. Und das hat man nur wirklich ganz kurz gesehen. Nicht einmal eine Sekunde lang hat man das Bild gesehen. Das war wirklich eine halbe Sekunde, wenn überhaupt so lang. Warum gerade nur dieses Bild? Jetzt schaut man sich mal das Bild ganz genau an. Wir sind nüchtern. Wir sitzen hier und sind bitte nüchtern. Wir stehen nicht unter Hypnose. Ein Horn, das nächste Horn. Hier ist die Schädeldecke. Hier sind die Augenhöhlen. Und hier ist die Fratze. Hier sind die herunterhängenden Ohren. Baphomet. Dieses Bild wurde nur einmal gezeigt in dem Videoclip und nur ganz kurz. Ganz, ganz schnell und ganz kurz. Sonst hat man es nicht mehr wieder gesehen. In dem ganzen Videoclip. Warum wohl? Daft Punk, Eminem. Interessanter wird es doch dann eher, wenn die ganzen Stars und Künstler selber aussprechen, für wen sie arbeiten. Justin Timberlake, all you people out there, Satan is my master, he has always been. Christina Aguilera, the devil is my soul and so my heart became a grave. The flame just burns without control, I am the master and the slave. Okay, Sie glauben, ich habe es jetzt hier nur in gedruckter Form. Wollen wir es doch mal auch in Videoform hören und sehen. If your ultimate goal is to be famous, then you're going to do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're going to end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really. Also sie sagt, wenn man wirklich reich und berühmt werden will, dann musst du mit deinem Blut einen Vertrag mit Satan unterschreiben. Und all diese Moralvorstellungen etc. pp., alles, was du dafür aufgeben musst, ist es nicht wert. Wollen wir einen anderen anhören? Kennt man ihn hier? Bob Dylan? Im Interview. Bitte genau zuhören. Warum singst du immer noch? Warum bist du noch dabei? Das geht zurück auf das Schicksalsding. Ich habe einen Handel damit abgeschlossen vor langer Zeit. Dann die Frage, und sagte, ich halte meinen Teil ein. Dann kommt die Frage, worum ging es in den Handel? Dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Sollte ich fragen, mit wem du diesen Handel gemacht hast? Mit den Obersten, dem Oberbefehlshaber. Dieser Welt und der Welt, die wir nicht sehen können. Key West. Mitten im Konzert, in der Pause, nimmt er das Mikrofon, geht auf die Bühne und singt Folgendes oder rappt Folgendes. Ich habe meine Seele dem Teufel verkauft. Er kam mit einem Happy Meal. Er kam zu mir wie ein Geschenk, wie ein Happy Meal, kennt man ja. Noch jemand anderen? Kein Problem. Katy Perry. About, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Also mit 15 Jahren, eigentlich, sie kommt übrigens aus einem christlichen Elternhaus. Die Eltern waren Musikevangelisten. Und sie wollte die Amy Grant in der christlichen Musikszene sein, hat aber nicht funktioniert. Dann wurde sie der Musikindustrie vorgestellt.
Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Also habe ich meine Seele dem Teufel verkauft. Beyoncé spricht sogar selbst über einen Dämon. Sasha Fierce. Sasha Fierce. Der Name Sasha Fierce, den sie ja bekommen hatte, hat sie ab einem gewissen Zeitpunkt bekommen. Es gab ein Video, wo sie doch in einem Auto verbrannt wird. Dieser ganze Clip ist nichts anderes als ein Monarch-Programm, wo sie geopfert wird und plötzlich eine neue Person dabei herauskommt, die sie Sasha Fierce nennen. Jetzt warum? Sie erklärt es selbst. Like when you're getting ready to go on stage and perform, is Sasha Fierce, when does she show up? Also wenn du auf die Bühne kommst und performen möchtest, wann taucht diese Person Sasha Fierce auf? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Also wenn sie dann auf die Bühne kommt, wenn sie die Menge hört, wenn sie hört, dass es anfängt, dann kommt jemand anderes und nimmt die Kontrolle über dich. Sowas nennt man Besessenheit. Hier nochmal bei einer anderen Aussage. You know what's so funny is I saw you turn into that trance thing, like you lose your mind. I do. Like, sie sagt, ich habe dich gesehen, wie du dich plötzlich so transformiert hast, als ob du dein Verstand verloren hast. Danke. You know, it's really amazing. I can't describe it. It's just Sie kann's nicht erklären. Something that takes over me and we named it Sasha. Das, so sieht sie übrigens aus. That takes over danach. Me and we named it Sasha. Also dieses Wesen, dieser Geist, der über sie kommt, ja, ist, sie sagt hier, es ist wie wenn es zwei verschiedene Persönlichkeiten sind. Persönlichkeitsspaltung kennt man unter Besessenheit. Und das sind Menschen, die in den Charts ganz oben sind, wo die Menschenmassen wirklich ihre Alben und Singles kaufen wie die Verrückten. Von einer besessenen Person, das muss man sich mal überlegen. Das muss man sich mal überlegen. So sieht sie übrigens aus in ihrer Freimaurerkluft, denn auch für Frauen gibt es Abteilungen und Logen. Auch bei Schauspielern ist das der Fall. Johnny Depp, unten ist auf Deutsch der Untertitel zu lesen. Have you seen the movie? No, I've not. I'm sorry, you've not seen the movie? Not just yet. And are you too busy to see it, probably? You know, I, in a way, you know, once my job is done on the film, it's really none of my business. You know? Also er kann nicht darüber lachen. Er weiß doch warum. So you deliberately don't look at the finished product? Oh yeah, I stay as far away as I possibly can. Is that right? Yeah. If I can, I try to stay in as profound a state of ignorance as possible. Uh-huh. Well, you come to the right place. You're exactly where you need to be. Und jetzt Achtung. That's interesting. And is it, and forgive me, is it a little insecurity? Just, you know, I don't like watching myself. Mm, yeah. I prefer the experience. I mean, making the film is great. Right. The process is all fine. But then he's up there. Then he's up there. Then he's up there. Right. Wen meint er damit? Im Magazin Rolling Stones hat er berichtet, wie er auf seine Filme sich vorbereitet. Er trifft sich in Seancen mit Geistern von verstorbenen Personen, die er spielen soll, damit er sie besser spielen kann. Deswegen schaut er sich nicht gerne selbst, weil er weiß, er ist nicht selbst da oben, den er verkörpert oder den er spielen soll. Den Teil überspringen wir. Das ist DMX, den habe ich früher auch sehr oft aufgelegt. War eigentlich von den Gangster-Rappern eigentlich der am meist angesehene. Er wurde auf einmal verklagt, für 20 Millionen Dollar Steuergeld hinterzogen zu haben. 3 Tage vorher aber hat er ein eigenes Konzert
ohne das Wissen seines Managements ins Leben gerufen und hat dort über die Musikindustrie ausgeplaudert. Auch über die Besessenheit der Stars, auch über die okkulten Einflüsse, auch über den ganzen Satanismus, der dort herrscht. Um ihn mundtot zu machen, hat man ihn jetzt ins Gefängnis geschickt. Und hat man dann ein Interview gemacht, wo er bekennt, dass er, als er den Pakt mit dem Teufel gemacht hat, zum ersten Mal erkannt hat, dass es einen Gott gibt. Oder hier. Club 7 and used to look after the Amy Winehouse, bicycle, Simon Fuller. Have they tried to mold you in any way, though? Have people asked you to do things to change the way you look or speak or behave? Yeah, one of them tried to mold me into a big triangle shape, and I went, no! Nah, you know, I've got my own style. Sieht man, wie sie aussieht? Ohne Tattoo, nicht so kaputt, noch wirklich anständig und ordentlich. Aber sie wurde gefragt, ob sie denn nicht irgendwo zu einem besonderen Ereignis geführt worden ist, jetzt wo sie so berühmt ist, sagte sie, ja, man wollte sie in dieses Dreieck hineinzwängen, aber sie sagte, nein, sie will nicht. Leider hat es dann doch getan. Das Resultat kennen wir. Starb mit 27 Jahren. Anscheinend an Alkoholüberfluss. Interessant ist, dass kurz vor ihrem Tod auch ein Interview bekannt wurde, wie sie auspackte. Michael Jackson, bevor er starb, gibt es ein Interview. Er hat all seine Fans zusammenkommen lassen, zwar etwa eine Woche bevor er starb, und hat ausgepackt über die Musikindustrie. Er hat sogar Personen beim Namen genannt, von denen er sagt, dass sie von Satan besessen sind. Dass er eigentlich so viel Geld hat, dass er selbst die Musikindustrie aufkaufen könnte, aber sie wollten ihn nicht ziehen lassen, als er damals gehen wollte. Was hat man ihm angehängt? Kindersex. Nur um ihn stillzuhalten, um ja nicht abzuhauen, um vor allem still zu sein. Wenn man einmal drin ist, ist man drin. Gibt es keinen Weg mehr raus, außer durch einen. JC. Hier in dem Interview berichtet er von einem Rain Man. Wenn er Musik komponiert, lassen sich all die Stars, Eminem hat genau denselben O-Ton gesprochen, lassen sie sich berieseln von einem Rain Man, der praktisch all diese Eingebungen gibt, um die richtige Musik zu komponieren. Und wenn wir schon bei ihm sind, kennt jemand das Black Album von ihm? Da gibt es zum Beispiel Lieder wie Lucifer, Lucifer, Son of the Morning. Dieses ganze Black Album ist hochokkult. Das erste Lied, was man hört, ist das hier. Also man hört zuerst etwas rückwärts sprechen. Ganz komisch. Und vor allem die Musik hört sich so rückwärts gespielt an. Aber Achtung, was noch passiert. Six, six, six. 666. Jetzt hört man die Musik, wie sie so komisch rückwärts gespielt wird. Jetzt Achtung. Jesus. 666, Murder, Murder, Jesus. Töte, töte, Jesus. Es ist ja nur logisch, wenn man in einer okkulten Branche arbeitet, ist der einzigste Gegner, den du hast, Jesus Christus. Ist ja logisch. Und all die moralischen Vorstellungen, die wir aus der Bibel kennen, ist ein Angriffsziel für diese Musikindustrie, Filmindustrie, welche Industrie auch immer. Warum? Weil sie sich immer mit okkulten Dingen beschäftigen, die mit Satanismus zu tun hat. Und wenn man genau studiert und weiß, was Satanismus bedeutet, weiß man, dass es der direkte Frontlinie ist, mitzuarbeiten, um alle Menschen in eine Agenda zu führen. In dieselbe Richtung zu denken. Tu, was du willst, sei dein einziges Gesetz sein. Das ist deine Freiheit. Nicht 10 Gebote einzuhalten, die moralisch perfekt sind. Nein, tu, was du willst. Du bist dein eigener Maßstab. Und das hört man durchweg durch sämtliche Musikkompositionen. Ich möchte den Kreis schließen. In einem Interview vom Rockefeller Senior
Es gibt ein wunderbares Interview von Aaron Russo. Er war Regisseur, Hollywood-Regisseur, starb anscheinend an Krebs. Er hatte eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem Neffen von den Rockefellers. Und in einem Telefonat hat er dann, hat dieser Neffe von Rockefeller ihm gesagt, was ihre Agenda ist. 11. September, was sie vorhatten, was sie mit der Industriemusik vorhaben, was sie mit der Filmindustrie vorhaben, wohin das Ganze führen soll. Aaron Russo hat alles ausgeplaudert. Es gibt diese Interviews auf YouTube zu finden. Und genau das ist das, was wir heute als Auswirkungen sehen. Und das ist aus diesem Interview heraus. Die Zerstörung der Familie, der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle. Weil jetzt auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde damit die ganze Familie zerstört. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle mit unseren Medien, MTV, Hollywood, PlayStation und so weiter und bekommen nun unsere Botschaften, subliminal, eingetrichtert. So stehen sie nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unserer. Patchwork Family, schon mal gehört? Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen mit Hilfe der Medien und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Kabbalismus, Egoisten geschaffen. Hier schließt sich der Kreis. Die für die angebliche Karriere arbeiten, alle konsumieren, was wir ihnen vorsetzen, Modeschönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Das ist eigentlich das Absurdeste überhaupt. Dass die Menschen das auch noch gut finden. Das ist so absurd, dass ich mich frage, sind es überhaupt Menschen? Oder sind es einfach nur Tiere, die gesteuert werden und nach Instinkten handeln, nicht mehr aus dem Gedächtnis heraus, weil sie aufgehört haben zu denken? Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung. Und damit zitieren wir wieder das Zitat, was wir am Anfang gelesen haben. Das ist ein Kreislauf, ihr Lieben. Und wir sind mittendrin. Wer verbirgt sich hinter all diesen Machenschaften? Wer ist dieses Wesen, das diesen Menschen so viel Macht gibt, Geld gibt, Reichtum gibt, Kontrolle gibt? Nun, wenn wir schon vom Ursprung reden, dann lasst uns doch auch zum Ursprung gehen. In Hesekiel 28 wird von diesem gefallenen Engel berichtet. Es heißt ja ab Vers 14, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich eingesetzt, du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst es mitten unter den feurigen Steinen. Jetzt Achtung. Du warst vollkommen in deinem Wegen von Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Innerstes mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dieser Engel, der damals Luzifer hieß, war am Thron Gottes. Er stand neben dem Thron. Er hatte seine Flügel sogar ausgerichtet gehabt, um zu bedecken, um zu schützen, nämlich die Gebote Gottes. Ist ja kein Wunder, warum er dagegen kämpft, denn sein Gebot ist, tu, was du willst. Ist ja nur logisch. Aber er wandelte unter den feurigen Steinen. Jetzt, was wissen wir aus der Bibel, was die feurigen Steine sind? Wo gab es in der Bibel feurige Steine? Am Berg, wo Gott mit dem Finger das Feuer in Stein geschrieben hatte. Das Abbild von dem, was im Himmel ist. Dein Herz hat sich überhoben. Und jetzt schauen wir, was passiert ist. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen.
und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht, mit deinen vielen Missetaten und der Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Offenbarung 12 spricht von einem Krieg im Himmel. Oh, wobei, wir können noch kurz zu Jesaja gehen, ganz genau. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältige Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron, meine Position über Gottes Thron stellen. Er wollte sein wie wer? Wie Gott. Ein geschaffenes Wesen wollte selbst Schöpfer sein. Er wollte selbst Macht haben. Er wollte selbst sein wie Gott. Und mich niederlassen auf dem äußersten, auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ich will genauso sein wie Gott selbst. Ja, das hat er ja jetzt auch. Offenbarung 12 berichtet davon. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel, die er auf seine Seite gezogen hat, kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Meine Lieben, wissen Sie eigentlich, wie aktuell dieses Buch ist? Wenn Sie es irgendwo in einem verstaubten Eck haben, entstauben Sie es mal wieder. Es lohnt sich mal wieder drin zu lesen. Meine Prämisse ist immer, wenn ich hier etwas recherchiere, ich gucke immer zuerst, was ist der Ursprung, wo alles entstand, wo sich alles aufbaut. Wenn ich es von irgendwo herhole und aus den Fingern ziehe, was zeige ich Ihnen damit? Eine Märchenwelt. Hier sieht man tatsächlich in der realen Welt, dass Menschen, die Macht haben, die Einfluss haben in der Gesellschaft, in Verbindung stehen mit Okkultisten, die selbst Satan anbeten. Das Bild, was ich Ihnen heute noch nicht zeigen wollte, das mache ich nächstes Jahr bei meiner fertigen Präsentation. Ich sage es Ihnen jetzt nur. Man sieht diese ganzen Stars, Schauspieler, Sänger, wer auch immer, in diesen Logen, wo man sich trifft, wo jeder Star einen eigenen Shrine hat, eine eigene Anbetungskammer. Sie kommen alle in schwarz angezogen und tragen eine schwarze viereckige Kiste mit sich herum, weil dort der Altar drin ist, den sie mitnehmen müssen, sowohl bei sich zu Hause haben, als auch in der Anbetungsform vor ihren Dämonen. Nun, als er auf die Erde hinabgeworfen ist, ging es ja noch weiter. Vielleicht kennen Sie ja die Geschichte schon, vielleicht auch nicht. In 1. Mose 3 ging es um den Sündenfall. Achtung, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, also Satan hat sich verwandelt in eine Schlange, damit er nicht selber als Engel auftritt. Er soll ja nicht erkannt werden. Soll Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, jetzt kann man es wahrscheinlich nicht lesen, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern, jetzt kommt die Lügenstory, Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Jetzt, wenn man in den ganzen Medienberichten mal so zwischen den Zeilen liest und hört, wenn jetzt irgendein Künstler eingeladen wird, wie nennen denn die Moderatorinnen? Er ist ein Gott. Götzendienst. In der gesamten Gesellschaft. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Augen gut zu essen wäre. Sie sah es. Eine Lust für die Augen war. Also, gut zu essen wäre, Fleisch ist Lust, Lust für die Augen, Augenlust. Und sie kann sein wie Gott, Hochmut. Drei Aspekte, die Satan von Anfang an in seiner Verführungsform als Basis festgelegt hat. Jetzt nehmen wir mal diese Verführungsform und gehen mal noch nicht in Matthäus, sondern erst zur Offenbarung 18. Das Buch Offenbarung, man sagt, es ist ein Buch der Apokalypse.
Ich persönlich bin überzeugt, das ist das Buch der jetzigen Zeit. Denn all die Dinge, die da drin geschrieben stehen, erfüllen sich vor unseren Augen. Sogar nach Zeitrechnung im Alten und Neuen Testament. Und dort heißt es über Babylon, wo die Menschen herausgerufen werden sollen aus Babylon, heißt es, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden, denn aus der Sicht Babylons, deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das Interessante, dass im Griechischen das Wort Zauberei Pharmakia bedeutet, heißt unter anderem auch das Gehirn zu narkotisieren. Das heißt, Babylon, dieses System, hat Kaufleute, die durch Verführungskünste Gehirne manipuliert und damit alle Völker verführt. Wie aktuell ist denn dieses Buch? Hier haben wir es in der Strong Concordance, Pharmakia, Medikation, das Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, buchstäbliche Zauberei, Hexerei und um das Denken, das Gehirn zu narkotisieren. Da finden wir uns wieder. Nehmen wir jetzt mal diese drei Eigenschaften, die wir beim Sündenfall gesehen haben und nehmen es jetzt mal mit. Wer kennt die Geschichte? Die Versuchung Jesu in der Wüste, 40 Tage. Nachdem er gefastet hatte, nichts gegessen hat, ausgehungert war, kam der Versucher nach 40 Tagen. Wenn du... Wir haben schon gesehen, dass in 1. Mose schon gezweifelt wurde, soll Gott wirklich gesagt haben? Bist du dir sicher, dass er es gesagt hat? Hast du dich nicht verhört? Hier wird Jesus selbst von Satan gefragt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Er antwortete und sprach, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund hervorgeht, Gottes hervorgeht. Fleischeslust. Abgehakt. Darauf nimmt der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Jetzt zitierte er einen halben Vers vom Psalm. Halbwahrheiten. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Hochmut. Ich kann ja den Befehl geben. Also wenn ich den Befehl gebe, bin ich der General. Jesus aber sagte, wiederum steht geschrieben. Man sieht, Jesus hat sich immer auf das Wort Gottes hingewiesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also wir hatten Fleischeslust und wir hatten Hochmut. Und jetzt Achtung, wiederum nimmt dir der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche und ihre Herrlichkeit. Und jetzt Achtung. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Schade, ich hätte die Bilder doch reintun sollen. Aber gut, nächstes Jahr. Wenn diese Stars mit ihren Altären in diese Freimaurerlogen reingehen und sich vor ihren Dämonen niederknien und anbeten, was bekommen sie dafür? Die Welt. Reichtum und Macht. Dennoch, Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn alleine dienen. In dem Moment verließ ihn der Teufel und Engel Gottes traten hinzu. Das ist ein Beispiel für uns, wie auch wir mit sowas umgehen können, wenn wir wollen. Der Vergleich Jesus gegen Satan. Jesus hat immer seinen wahren Charakter gezeigt, er hat nie was vorgespielt, während Satan immer seinen wahren Charakter maskiert, hauptsächlich hinter irgendwelchen ganz markanten Gesichtern, wunderbare Schönheiten, Superhelden. Gott ändert sich wie oft? Nicht. Von Anfang bis Ende, Gott ändert sich nicht. Was er sagt, bleibt bestehen. Sonst wäre er ja nicht glaubwürdig. Während Satan ständig seine Identität vervielfältigt. Jesus als Mensch war nicht unbedingt schön in seiner physischen, menschlichen Form, während Satan sich immer mit Schönheiten geschmückt hat.
Jesus hat immer zusätzlich noch die andere Backe hingehalten, während Satan immer darauf aus ist, sich zu rächen. Jesus sagt, Kraft und Macht kommt allein nur von Gott. Satan aber sagt, Kraft und Macht kommt von dir selbst. Ist es nicht genau das, was wir immer hören? Alles steckt in dir, du kannst es schaffen, die Kraft ist in dir. Natürlich, klar. Wenn ich es lang genug glaube und vor mir her sage, dann glaube ich sicherlich. Noch interessanter ist der Aspekt, dass Gott schon im Alten Testament durch die Heiligtumslehre gezeigt hat, was es bedeutet, mit unseren Sinnen richtig zu wirtschaften. Nun, was war der Heiligtumsdienst? Das war der Erlösungsplan des Alten Testaments, sage ich jetzt mal. Wenn jemand gesündigt hatte, musste er ein Opfertier nehmen, das vorgeschrieben war, musste dann hier in den Vorhof, das war der erste Bereich, wo ein Tier geopfert wurde und das Blut aufgefangen wurde von einem Priester. Und dieser Priester ging dann hinein in das zweite Abteil, in das Heilige, und besprang das Blut auf den Vorhang, damit die Sünden vergeben werden konnten. Und jedes Opfertier war ein Schatten auf Jesus, der alle Schuld auf sich dann genommen hat. Jetzt, wenn wir diesen Weg mal gehen, versuchen Sie mal mit mir, Ihre Sinne nachzuvollziehen. Die erste Station wurde also praktisch das Opfertier auf den Brandopfertag gelegt. Und daraus entstand Rauch, der Wohlgeruch, sagt Gott, für das wohlgefällige Opfer. Nase. Dann kam das Waschbecken, wo man sich waschen konnte. Fühlen. Dann kam man in die erste Abteilung. Dann kam der Schaubrottisch. Schmecken. Der Räucheraltar, wo gebetet wurde, die man gehört hat. Und der siebenarmige Leuchter, den man sehen konnte, weil das Zeugnis war, das man geben konnte. Geführt vom Heiligen Geist. Wenn man all diese Stationen wirklich bewusst als Mensch durchgeht, im klaren Sinne, ist man in der Lage, bewusst wirklich Gott zu ehren und nicht Dämonen. Epheser sagt, denn unser Kampf, und das wussten die schon damals, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Wow, das wussten die schon damals. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Er bringt es auf den Punkt. Und wir denken, das Bibel ist schon so alt, was hat es uns heute noch zu sagen? Es deckt auf, was hinter den Vorhängen geschieht. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Gott bietet uns sogar etwas an, womit wir uns schützen können, wenn wir es wollen. Nur wenn wir es wollen. Gott drängt sich nicht auf. Er wartet nur auf uns, auf jeden Einzelnen von uns, dass wir geschützt sind. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und Jesus sagt selbst, bittet darum, so wird euch gegeben. Das ist ein Versprechen. Das ist keine Floskel, nur weil sie drinsteht, um den Platz zu füllen. Das ist ein Versprechen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, der sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Willst du das nicht auch für dich in Anspruch nehmen? Einfach mal versuchen, jetzt, wo man weiß, dass real tatsächlich die Dinge so ablaufen, wie wir sie erlebt haben. Jeremia hat schon Gott seinem Volk gesagt, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn, was? Wenn wir wie suchen? Von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Lass dein Herz doch mal zu Gott sprechen. Versuch es doch ein einziges Mal. Und es werden sich dir Dimensionen öffnen, die du noch nie zuvor erlebt hast. Ich kann es bezeugen, weil ich es erlebt habe. Ich war in der Welt draußen. Und wie? Mir geht es nicht darum, hier irgendwie Sensationsgier zu machen. Ich verdiene daran überhaupt nichts. Mir geht es darum, den Menschen einfach mal
die Möglichkeit zu geben, endlich aufzuwachen, selbst nachzudenken, bewusste Entscheidungen zu treffen, nicht beriesen zu lassen, nicht vorgeben zu lassen, wie es sein muss, warum es so sein muss, denkt selber drüber nach. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jesus lädt uns ein, jeden, egal welche Hautfarbe, welches Geschlechts, welche Sünden du auch immer mit dir trägst, das spielt für Gott keine Rolle. Was er möchte ist, komm her zu mir, wenn du beladen bist. So will ich dir Frieden schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Haben wir noch Ruhe in dieser Gesellschaft heute? Gibt es einen Ruhepol, wo wir wirklich gedanklich atmen, frei atmen können? Ich habe, nachdem ich alles für mich recherchiert habe, habe ich den Fernsehen aus meiner Wohnung herausgeschmissen. Seitdem geht es mir wesentlich besser. Es ist jetzt kein Aufruf, dass jetzt jeder nach Hause geht und wie bei IKEA die Tannenbäume aus dem Fenster wirft, sprich Fernseher aus dem Fenster wirft. Nein. Jeder Mensch muss sich selbst entscheiden, was er tut, denn er wird eines Tages garantiert vor Gott Rechenschaft abgeben müssen von dem, was er weiß und wie er danach gehandelt hat. Das ist sicher. So sagt es die Bibel und ich glaube daran. Aber wenn wir sehen, wie die Realität tatsächlich aussieht, wie sie okkult unterwandert ist, in sämtlichen wichtigen Stellen, wie sie die Gesellschaft nur lenken kann, dann muss sich jeder Mensch fragen, möchte ich da dabei sein? Und ich sage Ihnen, so wahr ich hier stehe, dieser Moment wird kommen, wo jeder Mensch sich entscheiden muss. Mein Appell an jeden Einzelnen von Ihnen, denken Sie bitte über Ihr Leben nach. Schauen Sie sich die Gesellschaft an. Ich sehe es jedes Jahr an meinen Studenten und ich könnte Ihnen jetzt schon eine Prognose machen, wie es in den nächsten 5 Jahren aussehen wird. Ich zeichne ein düsteres Bild. Wenn die nächste Generation so aufwächst, was in den nächsten Jahren allein an Game-Shows nach Deutschland kommt, wo man mit Fäkalien sich bewirft und es noch toll findet, und es schauen sich Kinder an, wo leben wir denn heute? Was ist das hier für eine Welt? Ist das noch normal? Natürlich sucht man noch den nächsten Kick, den höheren Reiz, die meisten Einschaltquoten, das meiste Geld, was hereinkommt. Auf welche Kosten? Auf ihre. Wir lassen uns berieseln von Lügen in den Nachrichten und lassen uns in eine okkulte Agenda einspannen. Und glauben noch, dass das das Richtige ist. Na, dann möchte ich den Ausschaltknopf finden und alles ausschalten. Am liebsten jetzt sofort. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er bald kommen wird. Und er kann nur diese Menschen mit sich nehmen, die sich ihm angeschlossen haben, die ihr Herz ihm übergeben haben, die sich haben verändern lassen und zur Wahrheit und zu moralisch-rechtlichen Dingen einstehen können. So wie es sein soll. Schauen Sie doch mal, wie es früher war. Kennen Sie noch die Werbung von früher? Aus den 70ern, aus den 80ern im Vergleich zu heute? Wie waren denn die ganzen Talkshows von früher? Welche Sprache hat man denn früher gesprochen? Würde einer von damals heute noch leben und sich die Talkshows anschauen, der würde sich denken, wo bin ich hier gelandet? Das ist doch eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Nein, für uns, die wir glauben, dass wir so intelligent sind, glauben, wir haben noch viele, viele Ziele zu erreichen. Ja, haben wir bestimmt. Nur unter welchen Auswirkungen? Ich möchte gerne abschließen, indem ich einen Aufruf mache und Sie auffordere, Ihr Gehirn einzuschalten, mal bewusst durch den Alltag zu gehen, bewusst die Menschen mal zu realisieren. Wenn Sie mal an einer Menschengruppe stehen, hören Sie mal, was geredet wird. Das mache ich in letzter Zeit sehr oft. Wenn ich irgendwo sitze und stehe und ich merke, das sind Leute, die sich unterhalten, ich stelle mich bewusst ein bisschen näher hin, um zuzuhören, worum es geht. Die Menschen haben nichts anderes zu tun, als ihr ganzes Leben über belanglose Dinge zu philosophieren. Wenn man ältere Menschen hört, es geht nur um Krankheiten.
Es geht nur um Krankheiten. Welche Medikamente der nimmt, welche Medikamente der nimmt, welche Therapie ich da hatte, wann ich bald wieder eine OP habe. Nur noch. Als ob es nichts anderes mehr gibt in dieser Welt. Dazu nächstes Jahr mehr, wenn es über die Pharmaindustrie geht. Das wird eine Bombe werden. Oh. Ja, aber dazu nächstes Jahr. Lernen Sie mal bewusst, Ihr Leben wahrzunehmen. Und wenn Sie vielleicht Gott noch nicht in Ihr Leben eingeschlossen haben, was haben Sie denn zu verlieren, wenn Sie es mal probieren? Im Ernst, was haben Sie denn zu verlieren? Die Welt da draußen? Na, hoffentlich. Denn in so einer Welt möchte ich nicht weiterleben, vor allem nicht mein Kind so großziehen, nachdem ich weiß, was in den Schulen bald passieren wird. Wenn das unsere Agenda ist, weltweit, wo alle Menschen zusammengeführt worden sind, nach einem Menschheitstraum, wenn das der Menschheitstraum sein soll, ich möchte hier weg. Ich möchte hier weg. Mein Kind soll das nicht mehr miterleben müssen. Versuchen Sie es doch mal mit Jesus selbst. Nur weil der Name jetzt vielleicht ein bisschen anstößig klingt, weil man lieber über Buddha reden kann oder über Mohammed reden kann. Komisch, dass immer der Name Jesus dann immer gleich so... Warum? Ich sage Ihnen warum. Weil die ganze Agenda darauf ausgerichtet ist, diesen einen Namen zu zerstören und jeder damit zusammenhängt. Ist das nicht komisch? Über alles andere kann man reden, aber über Jesus selbst bloß nicht. Interessant, nicht wahr? Sieht so aus, als ob die Agenda bald ihr Ziel erreicht hat. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen Sie? Ich möchte uns einladen, dass wir zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Ich lade Sie dazu ein, aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir stehen hier alle vor dir. Menschen, die dich kennen und lieben, aber auch Menschen, die dich vielleicht nicht wirklich kennengelernt haben und nicht wirklich wissen, was sie mit dir anfangen sollen. Herr Jesus, viel wurde über dich gesprochen. In der Gesellschaft, in der Vergangenheit. Ich persönlich weiß, Herr, dass du mein Erlöser bist. Und ich weiß, nach dem, was ich mit dir alles erlebt habe, Herr, dass du jedem Menschen dieselbe Erfahrung mindestens geben willst, wenn nicht noch mehr. Herr, du siehst in ein jedes Herz von uns und weißt, wie es darin aussieht. Denn nur du allein kannst in die Herzen blicken. Und du siehst vielleicht das eine oder andere aufgewühlte Herz, viele Fragen, die im Kopf herumschwirren. Herr, ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen Frieden schenkst und ihnen hilfst, den wahren Weg zu gehen. Bitte hilf einem jeden, der jetzt diese Entscheidung getroffen hat, einen Versuch mit dir zu wagen. Versiegle diese Entscheidung, Herr. Und schenke du, Herr, dass dieser Mensch, diese Person, die schönsten Erfahrungen machen kann, die sie je erlebt haben. Denn ich weiß, dass es so ist. Herr, ich bitte dich auch für die, die jetzt noch mit den Gedanken kämpfen, ob sie wirklich alles aufgeben sollen, ob es wirklich wahr ist, was ich hier gesagt habe. Herr, ich bitte dich, dass du auch jedem Einzelnen darin hilfst, die Wahrheit zu erkennen und dass du auch ihnen in dieser Wahrheit Frieden schenkst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, Herr, der heute hierher gekommen ist und jeden Einzelnen, der zugeschaut hat. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns behütest und bewahrst, dass du unsere Sinne, unsere Herzen auf dich gelenkt hast, dass wir nicht in diese Falle tappen, wie sie die Welt uns vorgibt. In dieser Welt gibt es so viel, was wir haben können. Aber wer sagt uns, dass das gut ist? Das kannst nur du allein. Wir sollen nicht entscheiden, was gut und schlecht ist für uns, sondern wir sollen entscheiden, was Wahrheit und was Irrtum ist. Führe du uns darin, Herr. Bitte führe auch jeden Einzelnen sicher nach Hause und hilf, dass jeder Mensch von dir nicht nur hört, sondern auch wirklich eine Entscheidung für dich treffen kann, dir nachzufolgen, wo du hingehst, was du möchtest. Und ich bitte all dies und danke es in deinem kostbaren und teuren Namen, Herr Jesus. Amen.